eine Problemsituation mit einer Pflegeeinrichtung hier in Remscheid. Dieser Pflegeeinrichtung ist die Alten Residenz GmbH. Wir haben heute Morgen von der Geschäftsführung gegenüber der Heimaufsicht des Gesundheitsamtes, für das ich zuständig bin, erfahren, dass dort tatsächlich auch der Betrieb eingestellt wird. Und das 12:30 Uhr hat die Geschäftsführung bei uns gemeldet und diese Transporte gegeben. Und das bedeutet für uns eine besondere Situation. Aufgrund dieser Situation, die insgesamt 21 Bewohner dieser Pflegeeinrichtung betrifft, 20 Bewohner sind zurzeit in dieser Einrichtung, haben wir einen Krisenstab tatsächlich eröffnet, zusammen mit der Feuerwehr, Herr Feuerwehrmann ist da, Frau Nocker als Rechtsexperten, Herr Dr. Nebeling, und haben nun die Aufgabe, die Bewohner zu evakuieren. Und das bedeutet, dass wir sie entsprechend fachgerecht und zu ihrem Schutz in andere Einrichtungen bringen müssen. Das in Absprache mit ihren Angehörigen und auch mit ihren Betreuern. Das ist eine schwierige Situation, von der ich glaube, dass wir sie aufgrund unseres Krisenplans gut im Griff haben. Und wir hoffen, es fängt auch gerade an, dass tatsächlich auch die Unterbringung in anderen Institutionen tatsächlich erfolgt. Personen haben natürlich einen Anspruch auf eine qualitativ gute medizinische, pflegerische Versorgung. Und die war in dieser Einrichtung leider nicht mehr sicherzustellen. Deshalb gibt es gar keine andere Möglichkeit, als diese Ersatzlösung jetzt anzubieten. Es hat in der Vergangenheit häufig Personalfluktuationen gegeben. Die Pflegeeinrichtung ist natürlich genauso wie alle anderen Pflegeeinrichtungen im Rahmen der Heimaufsicht immer wieder begutachtet und begleitet worden. Mhm. Sofern da Mängel festgestellt worden sind, sind die natürlich auch beanstandet worden. Wir haben jetzt eben die aktuelle Situation, dass die Pflegeleitung gesagt hat, dass die Sicherstellung der Pflege nicht mehr gewährleistet werden kann, sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht, sodass sie eben von sich aus das Heim geschlossen haben, die Einrichtung geschlossen haben. Das waren eben Mängel im Rahmen der Gewährleistung der Pflegesicherheit und der Qualität der Pflege und des Fachpersonals, des ausreichenden Fachpersonals. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Wir sind jetzt natürlich in der Lage zu sondieren anhand der Pflegeakten, wie tatsächlich die Qualität anhand der Qualitätsdokumentation erfolgt ist. Und dadurch, dass jetzt tatsächlich die ärztliche Begutachtung auch erfolgt, sind wir in der Lage, auch dann im Nachhinein nochmal eindeutige Hinweise danach zu finden. Und das ist natürlich etwas, was auch ganz bestimmt erfolgen muss. Ist schon die erste Person ist schon abtransportiert worden. Das heißt, jetzt in der Sekunde, in der Minute läuft der Transport ja schon an. Und das Erste, was wir getan haben, wir haben einen sogenannten ärztlichen Leiter Rettungsdienst ins Haus geschickt mit einem Orgel, einem organisatorischen Leiter, der assistiert im Notarzt, um genau diese Sichtung oder Erkundung durchzuführen. Wir müssen nämlich eine Matrix erstellen mit Patientennamen, mit Kategorisierung, liegend, sitzend, der Transport und Ziel ein. Das ist ja für uns ganz wichtig. Dementsprechend müssen wir unsere Kapazitäten aller Mittel aufbauen. Aber Sie haben recht, wir haben 5 Krankenwagen, wir machen das gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem JOH und der Feuerwehr. Wir 3 werden diesen Transport, der wie gesagt ab 15 Uhr angelaufen ist, heute durchführen. Darüber hinaus haben wir noch Notfallseelsorger ins Haus geschickt und, die Information ist auch noch vorhin reingekommen, ein Hausarzt ist auch noch im Hause. Wir wollen am Montag ab 15 Uhr, 16 Uhr hier im Rathaus noch eine Informationsveranstaltung durchführen für